Jetzt da. Wow. Ja, ihr werdet euch jetzt fragen, okay, was habt ihr eigentlich gemacht? Während ich offline war oder wir offline waren, haben wir natürlich schon mal ein bisschen was vorbereitet, weil wir schaffen das einfach alles nicht, live zu machen. Es geht einfach nicht, es ist zu viel zu tun, man muss viel zu viele Sachen schon craften, beziehungsweise nicht craften, aber eben farmen, gerade eben Steine, Erde, Sand, Gravel und so weiter. Alles, was wir jetzt brauchen, um die ganze Sache noch weiter voranzutreiben. Haben auch ein bisschen Holz gefarmt, deswegen sieht man da jetzt oben die schönen Holzplanken vor den Bäumen, damit es halt nicht wieder ein großer Baum wird. Haben wir jetzt die oben da drüben. Wir haben eine unendliche Wasserquelle erstellt. Wir haben ja letztens den Wassereimer bekommen. Haben wir das gleich mal genutzt. Ja, hier ist unsere Erdstation. War ja vorher schon so. Der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Da hinten die Plattform ist nur ein Stückchen vergrößert worden, aber die haben wir dann vielleicht heute noch ausbauen. Mal gucken. Was haben wir heute vor? Wir haben heute vor, auf jeden Fall ein Stückchen weiter Richtung nächste Achievement. Ne? Das heißt, nächstes Achievement ist wahrscheinlich Smelter. Und dazu brauchen wir erstmal einige Sachen. Ne? Also, das wird viel, viel Arbeit. Deswegen, das schaffen wir heute natürlich nicht. Wir haben uns erstmal kleine Schritte vorgenommen. Erstmal den Cobblestone Generator zu automatisieren. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Smeltery. Ne? Weil ich habe es ja letzten Video schon erklärt, wir wollen die Iron Dust oder die Dust Sachen an sich nicht im normalen Ofen zu Barren verarbeiten, sondern natürlich in der Smeltery, um doppelt so viel rauszubekommen. Das lassen wir uns natürlich nicht gehen, wenn wir brauchen all die Items. Zusätzlich brauchen wir dann natürlich auch noch ein paar Tinkers-Sachen. Also langsam geht uns das natürlich ein bisschen auf die Nerven, ständig mit Steinspitzhacken, Steinäxten und so weiter umzuhantieren. Die gehen ständig kaputt, man muss ständig neue craften und so weiter und so fort. Machen uns einfach ein paar Tinker-Sachen, die können wir reparieren und leveln dann wenigstens gleich noch mit. Das ist positiver. Und wenn wir dann noch fertig sind, gucken wir mal, ob wir auch noch Auto-Erde machen. Das heißt, Erdproduktion, die da jetzt alles per Hand noch laufen muss, das zu automatisieren, damit wir auch noch ein bisschen Erde bekommen. Wir haben schon ein bisschen Erde gefarmt. Hier. Sollte auch eine Weile reichen, aber wir wollen ja später vielleicht mal noch größere Felder bauen und weiter und so fort. Das die ganze Sache ein bisschen verschönern, Graslandschaften. Da brauchen wir schon noch Erde. Wir müssen das auch noch sieben, einiges an Erde sieben, die Seeds rauszubekommen für alle möglichen Sachen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch was. Schon so ein kleines Update. Wir brauchen unbedingt einen Rubber Tree und dazu brauchen wir einen Rubber Sapling. Den kriegen wir halt nur durch 7. Ihr seht schon, wir haben noch einen zweiten Chicken Stick. Das ist der super Fortschritt, den es jetzt gegeben hat. Also wir hatten halt hier noch einen auf der Plattform. Den Chicken Stick ist ja gespawnt. Und wir haben da drauf ja einen Stick. Ein Stick. Wir haben dadurch einen Chicken Stick bekommen. Jetzt vermisse ich gerade eigentlich unser Huhn. Cora, wo bist du? Also nicht. Also unser Huhn ist weg. So wie es aussieht, ist unser Huhn weg. Das ist sehr traurig. Nein. Ich bin jetzt Umso schon ein schlimmer bisschen finde ich, traurig. dass ich gerade weg bin. Warum? Komm rein zu uns. Als du schon wieder das Passwortproblem hast. Ach, dieses Passwortproblem. Und alle Leute, schreibt euer Passwort altmodisch auf einen Zettel. So, okay, dann fangen wir schon mal ohne die Kura an. Ja, ich renne jetzt hier ein bisschen rum. Bei rumstehen finde ich langweilig. Aber was ich noch machen wollte, ist ein bisschen Musik an. Das wurde ja im letzten Video gewünscht. Vielen Dank auch
Nur die vielen, vielen Tipps, das Abonnement. Ja, über noch mehr. So, jetzt fangen wir aber wirklich mal an. Erster Tagesordnungspunkt: Cobblestone Generator automatisieren. Also hör zu, falls ich dich nochmal frage. Oh, jetzt. Stopp. Willst du das wirklich im Livestream verraten? Falls ich dich Vorsicht. nochmal frage, ob die hier irgendwas Besonderes haben in ihren Passwörtern. Ja, du brauchst eine Zahl. Okay. Du brauchst eine Zahl. Alles klar. Also alle, die Minecraft-Passwort vergeben wollen, neues, denkt dran, ihr braucht eine Zahl. Erinnert euch bitte an das Passwort, was ihr immer benutzt, aber das eine mit der Zahl. Gut. Okay. Cobblestone Generator. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Node. Das ist erstmal. Hallo. Eine Node. Gut, dazu brauchen wir ein bisschen Stein, Redstone und die Pipes. Ich glaube, ich habe einen fatalen Fehler begangen. Okay. Ich musste doch irgendwas Besonderes starten, oder? Pipes brauchen auch Stone. Ah, Ja, du dieses musst Cursed-Dingens. Skyblock starten. Hm. Und wir brauchen Glas. Okay, also ein bisschen Stein, den müssen wir natürlich noch brennen. Das habe ich jetzt vorbereitet. Kann man dann auch. Sollte so. Noch Oh, kann einmal ich. sein. Aua. Schreit schon wieder. Steine werden wir auch noch machen. Bereich 8. Ich hoffe es mal. Ach, wir machen gleich ein paar mehr. Was soll der Geiz? So, Steine werden wir gleich haben. Das werden wir gleich haben. Dann fehlt uns der Redstone. Das sollte, wenn mich nicht alles täuscht, gerade so reichen. Das wird natürlich interessant. Doch, es müsste reichen. Braucht zwei und den Block, den haben Pipes braucht. Aber noch eine. Aber das reicht gerade so. Brauchen Klaps. Heißt, wir brauchen mindestens drei Steine und einen Chest brauchen wir noch. Oh. Das dazu. Achso. Fehlt natürlich jetzt der Stein. Das sollte dann schon reichen, eine Pipe zu bauen. Das hat 8 Pipes. Und nicht alle brauchen, aber das ist nicht so schlimm. Dazu brauchen wir jetzt. Oh, klickt natürlich noch. Wir haben wir auch dabei. Tja. Das. Habe ich irgendwas vergessen? Achso, die ist ja. So, die Transfer-Note. Der erste Schritt ist schon mal getan. So, was brauchen wir natürlich noch? Oh, die Not alleine macht natürlich kein Cobblestone. Wir brauchen noch ein World Integration Upgrade. Und zwar so eins. Eine Diamond Pickaxe und viermal Iron. Iron können wir noch herstellen. Diamanten, Spitzhacke können wir auch herstellen. Vier. Reichen. Ja, die Steine, die können ein bisschen brutzeln.
müssen. Spitzhacke können wir schon mal bauen. Dann das voran. Ist natürlich schon ziemlich teuer, ne? Muss schon mal so sagen. Aber ich denke, es lohnt sich. Also es ist einfach... Bin unterwegs! Ja. Juhu! Die Cora ist unterwegs! Moin nun. Ja, was wollte ich sagen? Es ist natürlich schon extrem vorteilhaft. Ne? Automatische Cobblestone Generator. Weil muss ich einfach nicht mehr dran stellen. Na, wir den Generator haben wir schon, nur jetzt wollen wir ihn automatisieren. Das heißt, wir brauchen uns nicht mehr hinstellen und Cobblestone zu hacken. Das ist ja der absolute Vorteil. Zeitersparnis. Vor allen Dingen, man kriegt natürlich relativ schnell relativ viele Ressourcen. Aus dem Mode. So, was braucht man dazu noch? Wo ist das Ding? Was ist da? Na, das ist der Cobblestone-Generator. Das andere baue ich gerade noch. Da ist jetzt das Eisen fertig. Und wir brauchen noch ein bisschen Lapis. 1, 2, 3, 4. Können jetzt das Trade bauen. Dass wir automatisch da reinziehen können. Okay. Geht's auch? Juhu! Magst du mir mal eine Aufgabe geben? Ich mag dir mal eine Aufgabe geben, genau. Bau mal bitte die Tinkers Construct-Sachen. Die Tinkers. Also wenn du Tinkers eingibst, ja, dann siehst du auf der zweiten Seite so ganz viele Tische und so weiter und so fort. Solche Sachen brauchen wir jetzt. Also wir brauchen einmal eine Toolstation. Wir brauchen einmal einen Part Builder. Wir brauchen eine Pattern Chest und ein Stencil Table. Und alle in der ersten Zeile. Alles klar. Inkos unten in das Feld eingeben. Ja, ja. Zweite Seite. Und dann Toolstation. Part Builder. Warte mal, Toolstation. Toolstation ist das erste. Oh. Nee, das erste ist das Stencil Table bei mir. Echt? Achso, bei dir ist es vielleicht anders. Okay, Stencil Table brauchen wir auf jeden Fall. Genau. Dann die Chest, dieses Pattern Chest. So ein orangenes Viereck. Halt, warte, jetzt ist anders. So. Part Builder, Pattern Chest. Stencil Table. Genau. Und Toolstation. Die vier Sachen brauchen wir. Toolforge. Nee, Crafting Station. Toolstation. Das ist da auch in der Nähe. So aus wie eine Toolforge, nur aus Holz. Crafting Station. Nee, das sieht auch so ähnlich aus. Nur oben muss eine flache Fläche drauf sein. Ah, da. Genau, die vier Sachen brauchen wir. Die gemacht werden, weißt du ja, beziehungsweise dort, wenn du irgendwas dazu brauchst, wie zum Beispiel diesen Pattern, siehst du ja auch, wenn du draufklickst, wie das gemacht wird. Also du brauchst mindestens vier Patterns, glaube ich, alles zu machen. Gut. Was ich noch mache, ist auf jeden Fall, wir brauchen irgendwas, wo die Cobblestones reingeleitet werden. Da wollen wir natürlich einfach nur eine Kiste nehmen, ne? Wie viel Platz machen wir in der Kiste, ist natürlich relativ nehmen. Das ist eine Crafting Station. Das ist was anderes. So, aber, was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir bauen jetzt ein Better Barrel. Ein Better Barrel passen neben ganz, ganz viele Sachen rein. Eine Chat. Yep. Siebenmal. Ein
in eine Battle Barrel passen nämlich 64 Stacks. Und das natürlich schon mal schön. Wie viel passen hier rein? 2, 6, 8, 9, mal 6. 45. Okay, so viel weniger ist es nicht. Aber sieht schöner aus. Ne? Ist weniger Platz weg, so eine Battle Barrel als riesengroße Kiste. Gut. Okay, wo bauen wir den eigentlich? Wir müssen den nämlich oben bauen. Was spricht für oben drüber? Wir später wollen wir auf jeden Fall hier noch, hier ist ja die Lava drunter, ein also ein Crucible stellen, damit wir dort die Lava reinpacken können, damit wir auch einen automatischen Lava-Generator haben. Das bietet sich halt an, dann dem Cobblestone-Generator zu verbinden. Hey, Gorat Achievement! Congratulations! Ich bin jetzt hier nicht aus dem Konzept, ich muss mich konzentrieren. Ja, Entschuldigung. Ich verbrauche nachher mal Betten. Das ist ja mit dem Dunkel hier sein. Ja, wirklich schlimm. So, okay, dann machen wir den nach oben. Hier kommt dann. Ich will es nochmal markieren. Kommt die Barrel drauf? Kommt ja hier gar nicht hin. Falsches Werkzeug. Die kommt ja schon hier drauf. So, genau, dort kommt die Barrel hin. Ja, wenn wir den hier an die Seite machen, dann müssen wir dann wieder hier Pipesurfer hoch machen. Das ist nicht so schön. Das muss schon anders gehen. Im Toolstation. Juhu! So. Was wolltest du dann noch? Ein Partbilder. So, hier dann. Genau. Kommt das Dings rein. Kann man es eigentlich direkt umdrucken? Ich habe ein Partbilder. Was war das noch? Pattern Chest. Pattern Chest. Ja, passt. Nicht so. Bald geht's los. Es geht los und Mining. Juhu. Und ihr seht, es füllt sich. Wir haben Cobblestone. Achtung, Gesundheit. Entschuldigt. Das muss mal sein. So, genau, wir haben Auto-Cobblestone, das ist schon mal extrem viel wert. Sehr, sehr gut. Also darüber brauchen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken mehr machen. Das ist also der erste Milestone für heute abgehakt. Achso, wer sich... Stencil Table, genau. Wer sich fragt, warum ich heute ohne Webcam aufnehme, kann ich ganz einfach beantworten, warum ich das mache. Wurde auch schon im letzten Video angemerkt, beziehungsweise im letzten Livestream, die Webcam und der Ton sind irgendwie nicht synchron. Und ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, warum nicht, beziehungsweise gibt es zwar so ein paar Leute, die eine halbwegs machbare Lösung irgendwo in Foren schreiben und so weiter. Das hat aber noch nicht so richtig funktioniert. Also es gibt immer noch einen Delay zwischen der Kamera und meiner Stimme. Das sieht einfach nicht so schön aus. Und bevor ich das nicht behoben habe, möchte es eigentlich auch nicht. Weil es ist einfach doof, es sieht blöd aus und ja, deswegen verschone ich euch heute erstmal damit. Ich hoffe, dass ich es bis zum nächsten Mal gefixt habe. Beziehungsweise kann auch sein, dass es einfach an meiner Kamera liegt. Das ist eine uralt Webcam, die ganz, ganz billig war. Ich vielleicht einfach eine neue Webcam brauche. Das bin ich mir noch nicht 100% sicher, aber dem werde ich auf den Grund gehen und dann möchte ich das auch. Wo wissen die Dinger jetzt alle hin? Die würde ich gerne
hier herstellen. So, hier. Einfach nebeneinander. Ja, aber ganz links muss der Stencil Table. Dann kommt die Pattern Chest. Ach, warte, einfach mal nach. Okay. Stencil Table. Ja, so. Genau. Jetzt? Die Pattern Chest daneben rechts. Dann kommt der Part Builder. Und dann kommt die. Genau. Und jetzt können wir uns da nämlich schöne Waffen drin bauen. Das heißt, du hast jetzt eigentlich den Auftrag, dir mal eine oder uns mal eine Spitzhacke aus Flint zu bauen. Ne, Flint liegt hier an der Kiste. Was davon klicke ich denn jetzt an? Du musst zuerst quasi den Stencil Table anklicken. Kannst du das, während ich das mache? Ja, okay. So, das dort. Komische Zeichen. Genau, das erkläre ich dir kurz. Also, in den Stencil Table machst du jetzt quasi erstmal eine Vorlage. Das heißt, du packst dort so eine, die du vorhin schon gebaut hast, diese Patterns rein. Und dann wählst du links aus, was du eigentlich für eine Vorlage haben möchtest. Also zum Beispiel hier diese Axt. Das ist jetzt der Axtkopf. Das ist das dritte in der zweiten Zeile. Ja. So, und damit baust du dir eine Vorlage für diesen Axtkopf. Habe ich. Okay, dann machen wir jetzt aber eine Axt statt eine Spitzhacke, aber ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir eine Spitzhacke. Genau, machen wir noch eine Spitzhacke. Genau, und mach vielleicht auch gleich mal noch eine Schaufel. Weil da bauen wir nämlich nicht eine Schaufel und eine Axt, sondern wir bauen einen Mattock. Eine Mattock. Ich weiß gar nicht so richtig, wie es richtig heißt. Mal hier ein bisschen den Ton leiser. Und dann. Oh ne, die. So, hast du jetzt alles drei? Mach ich sicher. Kein Problem. So, dann machen wir erstmal weiter. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ihr seht, alles wächst hier. Alles auf einmal. Das ist auch nicht so schlimm. Genau, Cobblestone Generator haben wir jetzt also fertig. Oh, es läuft. Das ist so cool. 12 Stacks schon. Das ist richtig nice. Also, das heißt, die nächsten Schritte werden relativ schnell gehen. Das ist super duper. So. Nächster Schritt. Tinkers Waffen sind schon in Arbeit quasi. Cora fummelt sich da ja gerade rein. Ich finde es auch nicht so schlimm. Cora ist jetzt nicht die Profi-Minecrafterin, aber ja, vielleicht manche von euch auch nicht. Da kann man noch ein bisschen was dazulernen. Was man noch nicht kennt. Wenn man es schon kennt, klar, ist ein bisschen langweilig, aber ich denke, das muss ja auch sein. Ist ja auch wichtig, wie gesagt, mit Holz bzw. Eisen, Stein. Spitzhacken und so weiter kommen wir weit. Gut, dann werden wir uns jetzt mal an die Smeltery packen. Genau, ich hatte schon mal was vorbereitet, aber noch nicht komplett. Das heißt, wir machen uns einfach jetzt noch mal ein paar Oatcraft, wie auch Dinger heißen. Und packen in den Ofen. So. Das heißt, daraus kommen dann die Bricks. Die Sealed Bricks. So, aus den Sealed Bricks. Jetzt hoffentlich kriege ich das jetzt mal alles zusammen, was wir hier auch wirklich alles brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall den Smeltery Controller. Ist schon mal ein. Den geht's nicht. Wir brauchen einen Drain. Brauchen einen Tank dazu brauchen. Glas.
nicht so schlimm. Dann machen wir uns noch ein Glas. Wenn nichts verschwenden. Das reicht nicht mal. Da hätten wir auch gleich was nehmen können. Glas. Tank warm. So, dazu brauchen wir eine Faucet. Der geht so. Gleich mal hier drüber. Stencil Table. Casting Table. Ja, ne, ich denke, einen Besen braucht man nicht. Wir wollen jetzt erstmal keine Blöcke bauen bzw. gießen. Wir brauchen jetzt erstmal Erze und dann das alles zu automatisieren. Das kommt alles im zweiten Schritt jetzt erstmal überhaupt die Erze rausbekommen und ein bisschen Gewinn machen. So, und dann machen wir den Rest Bricks draus. Das sollte ein Stückchen reichen, aber natürlich nicht fertig. Da kommt ja der Rest. Das heißt, wir machen hier ein bisschen Platz dazwischen. Hoffentlich haben wir jetzt genug. Gern zweimal Platz dazwischen. Dann kommt die Grundfläche. Soll die auf den Hund abschließen? Hinten schließt es dann natürlich nicht ab. Ne? Es ist einfach ein Stückchen größer als der Cookoven, aber das ist nicht so schön. So, drauf kommt dann der Bess. Mach mal in der Mitte. Ich bin wieder da und würde jetzt. Bibi. Was wolltest du noch? Eine Schaufel? Nee, keine Schaufel. Na, aber machen wir gleich. Warte, ich mach erstmal schnell das hier. Also, der kommt hier. Ist denn das jetzt hier? Tank. Gut. So. Das heißt, hier können wir kontrollieren. Hier sehen wir immer unseren Füllstand. Dann müssen wir dann nochmal zur Lava rüber. Dann müssen wir sehen, ob wir das vielleicht hätten lieber dort drüben hinbauen sollen. Weil natürlich hier unsere Lava-Produktion ist, sollten wir das vielleicht gleich so machen. Ja, bevor wir jetzt zweimal anfangen oder dann irgendwelche Kabel ziehen oder so irgendwas, machen wir das mal. Nein! Oh, okay, er ist nicht kaputt. Ich dachte schon. Okay, machen wir erstmal Koras.